Ja, schöne, schicke, alte Tribüne hier beim Greifswalder FC, dem Aufsteiger aus der Oberliga Nord in die Regionalliga Nordost. Sie haben es geschafft, sie sind aber nicht irgendein Aufsteiger. Nein, 1,22 Millionen Marktwert, gleich mal prompt 7 Vereine in dieser Liga überholt und sie lassen aufhorchen mit namhaften Neuzugängen und einem ganz großen Namen auf der Trainerbank, Roland Kroos, Vater von Weltmeister Toni und von Felix, der ja auch lange in der Bundesliga gekickt hat. Ja, wir wollen schon die zweite Macht hier in Mecklenburg-Vorpommern werden. Hansa wird immer der Leuchtturm bleiben, das wissen wir auch. Aber letztendlich freuen wir uns, dass wir das jetzt, wie gesagt, geschafft haben und hier Mecklenburg-Vorpommern in der Regionalliga präsentieren können. Tom Weiland ist einer der Neuzugänge, Spitzname Hille von Vater Hilmar Weiland. Großer Name beim FC Hansa Rostock. Hille, ist eigentlich okay für dich, der Spitzname? Ja, das ist voll okay. Also der begleitet mich schon mein halbes Leben, deswegen bin ich damit echt fein. Also ist mir natürlich auch eine Ehre, ist klar. Hille, wir wollen Lattenschießen machen. Jeder hat 5 Bälle. Mhm. Wer am meisten die Latte trifft, gewinnt. Gibt noch eine Zusatzoption. Also klar, einmal treffen ist logisch. Wenn er zurückkommt und wir ihn aus der Luft direkt reinmachen, gibt es 2 Punkte anstatt 1. Ja? Okay. Schauen wir mal. Also Hille hat gefragt, ob ich mich traue. Ich versuch's einfach mal. 3 treffe ich auf jeden Fall. Also ich mach 2. Ich mach 2. Ich habe 3 gesagt. Achso, dann mache ich 4. Oh. So, Nummer 1. Ui! Ah, zu hart die Bälle? Stulle heute früh nicht gegessen. Ich 0-0. Wird meiner nicht bestraft, mein ganz schwacher. Wenn man mal guckt, die letzten Jahre, da sieht man jetzt wenig Einsätze bei dir. Was hattest du und wie ist jetzt das Comeback? Ich hatte eine Problematik so im Mittelfußbereich und der ja immer wieder angeschwollen ist und ja, hatte ich lange mit zu kämpfen, deswegen dann auch die lange Ausfallzeit. Aber jetzt fühle ich mich wieder fit und wollte unbedingt wieder zurück in die Heimat. Wir haben mit Tom natürlich, ist klar, den Spieler, der die meiste Erfahrung hat und auch höherklassig gespielt haben. Aber wir haben, glaube ich, auch trotzdem eine gute Mischung aus jungen und alten Spielern. Wenn ich an Janik Bandowski denke, der auch schon dort schon höher gespielt hat, aber auch schon viele Spieler, die Regionalliga gespielt haben. Und auch ein Guido Kurzer, der gekommen ist, der auch schon in höherklassigen Mannschaften gespielt hat, auch in der Türkei gespielt hat. Das werden dann mehr oder weniger auch die Eckpfeiler sein, auch Torwart Matti Kamenz. Ich glaube schon, da gibt es viele, aber 1, 2 schaffen das nicht. Wir wollen gerade als Mannschaft hier ja echt punkten und das geht nicht nur mit Einzelnen, sondern nur als Mannschaft. 0-0. Ach komm. Aber fast gestolpert, ne? Ja, du machst das öfter, ne? Der Abgang. Nee, nein! Der setzt da gleich nach. Wie steht's? Ja, muss man nachlegen. 2-2. Ja? Okay. Du kommst zurück in die Heimat hier in den Norden. Fragt man sich natürlich, warum denn nicht zum FC Hansa? Ja, Hansa war ja lange Thema auch bei mir und letztendlich hat das nicht ganz geklappt. Ich glaube, hier war einfach dann ein bisschen mehr Interesse und da nehme ich auch keinem übel jetzt auch von Hansa. Die haben echt eine sehr, sehr gute Saison letztes Jahr gespielt, haben jetzt auch wieder gute Jungs. Sind wir da auseinander und ich habe dann gesagt, ich mache Greifswald und das war auch für alle in Ordnung und vor allem für mich ist das, glaube ich, ein langfristiges Projekt, wo ich sehr, sehr glücklich drüber bin. Jetzt, jeder hat 2, 2-2, dritter Schuss. War dran, ne? Ja. Stark. Dritter Schuss von Hille. Oh, fuck off. Ah, der war wie mein erster. Rausschneiden. Da müssen wir alle drin lassen. Man ist jetzt kein normaler Aufsteiger in dem Sinne vielleicht. Man hat einen ordentlichen Etat. Wie ist sowas möglich? Wer steht da dahinter? Ja, ohne Investor und Sponsoren geht sowas natürlich nicht. Das ist vollkommen klar.
Ja, der Hauptinvestor ist eigentlich die Yes Group, da steckt der Jonas Holz hinter und ohne dem wäre es natürlich kaum machbar. Jetzt sind wir hier im schönen Volksstadion. Auf lange Sicht ist dann aber doch ein bisschen was Größeres geplant, oder? Ja, wir haben schon vor, ein eigenes Stadion zu bauen. Es dauert immer ein wenig, sag ich mal, bis man den B-Plan durchbekommt. Aber das ist das Ziel, dass wir dann irgendwann mit dem neuen Stadionbau beginnen und dass wir dann ein reines Fußballstadion haben. Und ich denke mal, dass man da nochmal eine ganz andere Atmosphäre hat und vor allen Dingen auch Bedingungen. Boah. So, mein Vierter war das. Steht 3-2 für mich, ja, jetzt kommt dein Vierter. Druck ist da. Bisschen Druck ist da. Ist schon gehofft, ne, dass er noch so ein bisschen... Ah. Dass jetzt der VfL in der ersten Liga ist und, sag ich mal, du jetzt in deiner Vita jetzt keinen Erstliga-Einsatz drin hast, nervt ein bisschen, oder? Ja, ich sag mal so, es ist ja jetzt nicht wie im Videospiel oder so. Natürlich hätte ich mir das gewünscht. Ich hatte ja auch zwei Relegationen, die leider nicht funktioniert haben. Ja, da habe ich schon öfter mal oben angeklopft und jetzt zum Schluss durch die Verletzung dann wieder kein Erstligaspiel. Ist natürlich schade, aber ich glaube, ich habe trotzdem kann auf eine tolle Karriere zurückblicken und bin sehr stolz drauf und es ist noch nicht vorbei. Ich hätte irgendwie noch so einen Namen in petto, der vielleicht noch als Neuzugang gelten könnte, der aktuell frei ist, Felix Groß. Ja, Felix konnte ich leider nicht dazu gewinnen. Er hat gesagt, da reicht das Geld doch nicht, meinte er. Und am Ende, nein, er hat sich wirklich so zurückgezogen ins Private, möchte mehr auch für die Familie erstmal da sein in Zukunft und schaut dann erstmal, was er dann selbst nachher beruflich irgendwann mal machen möchte. 3-2. Ja, jetzt kann ich es schon fertig machen, wenn ich einen Doppelten mache. Oh! Aber der war ganz knapp. Den müssen wir zelebrieren. Das könnte jetzt mein Sieg sein oder nochmal das große Comeback. Ja. Oder auch der Sieg mit einem Zweier. Ja. Der Star-Neuzugang der Regionalliga Nordost im Lattenschießen am Rande einer Niederlage. Und der ist zu hoch. Scheiß Team. Der ist zu hoch. Ja, ich habe mit dem Verein gesprochen, ne? Wir verpflichten dich jetzt, okay? Kommst du uns. Oh, soll ich nochmal ein Comeback, ja, komm, starten? Komm. Nee, hat Spaß gemacht. Ja. Wo geht's hin? Tabellenplatz? Ich habe vom Trainer gehört Platz 10, dann schließe ich mich da einfach an. 10 nur, ja? Hast du eine große Ambition eigentlich? Guten Mann jetzt mit dir, ja. Auch noch ein paar andere gute. Also ich glaube, erstmal zu schauen, wie wir starten, ist, glaube ich, die beste, das Beste, was man machen sollte. Und dann können wir uns vielleicht nochmal treffen. Ich will ja natürlich eine Revanche, ist klar. Und dann, sprechen wir nochmal über Details. Wo möchten Sie landen mal mit Greifswald? Was soll mal die Schlagzeile in der Zeitung sein? Ja, eigentlich möchte die erste Schlagzeile sollen sein, dass wir so schnell wie möglich den Klassenerhalt geschafft haben. Und dann, klar, wollen wir uns stetig entwickeln und auch eine gute Rolle in Zukunft in dieser Regionalliga spielen.